Servus, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Runde Twine. Und das Abenteuer geht wieder fleißig weiter mit dem Onkel. Ja, Hallöchen. So, der Onkel kann es ja kaum erwarten. Der schwingt sich gerade rüber wie, ja. Tarzan. Oh, siehst du, da warst du ein bisschen, ne? Zu früh dran. Warte mal. Der kann Feuer spucken. Was? Okay. Das ist neu. Das ist auf jeden Fall neu. Oh. Und hüpfen wie ein Känguru hier. Das geht ja mal gar nicht. So, ich hab da oben mal den. Hups. Den Trank geholt? Hups. Oh nein! Okay. Och Mann, oh. Krieg ich denn die Dinger auch mal ab? Ja, weil du immer vorrennst. So, lass eigentlich, mal Big Boss hier. Meinst du, dass jetzt Boss kommt? Die Angst hatte einen behaglichen Platz in den Herzen unserer Helden gefunden. Zutiefst beunruhigt erfüllte Kummer ihre Gemüter. Der Ritter hatte seit vielen Stunden nichts gegessen und der Geruch nach Fleisch machte es nicht einfacher. Die Diebin fing an, sich Sorgen zu machen, ob sie jemals wieder frei sein würde. Und der Zauberer? Er war besorgt, dass sie niemals die anderen Artefakte finden würden, um den Zauber des Twine zu brechen. Aber in Wirklichkeit hatte er nichts dagegen, länger als eine Stunde in Gesellschaft zu sein. So. Keine Angst, ich werde vorangehen. Ich wünschte, da wäre mehr Licht. Was? Wir haben doch genug Licht hier. Das war aber, glaube ich, gerade der Ritter, ja, der fast am Verhungern ist, aber ja gar nicht so aussieht. Hä? Naja. Die Dicken sind immer, ich kenne das. Nein, ich sag mal nichts. Wir sind jetzt gerade in der Krypta der Verdammten. Geh mal weg da. Ja, guck mal. Hast du übersehen? Üffe! Okay, da ist einer andere in der komischen Säure. Ja, ich bin auch gerade da hineingetapst, aus Versehen. Hui. Hä, warte mal. War da nicht noch? Nee. Hui. Hä? Sind das deine Pfeile? Ja, ich hab da Pfeile reingeschossen. Ach so, ich weil, guck, da kannst du nämlich so geil. Irgendwo? Guck, kannst du, pass auf. Siehst du? Ja. Okay, warte mal, ich mach mal kurz. Warte. Rüber. Ja. Na. Ups. Okay, gut. Oh, jetzt hab ich gesehen. Manchmal macht man aber auch komische Dinge. Jetzt, die Kiste möchte ich mal kurz probieren, wenn das da eine ist, eine echte und nicht nur eine Attrappe. Nö, das ist eine echte. Okay, so, warte, Vorsicht, die muss ich erstmal hier klein machen. Ja, mit E. Feuerbogen für Diebin gefunden. Ui. Ah, jetzt haben wir den Perk, also. Geil. Dann macht die Klüsen auf. So, wir können ja mal gucken. Sie hat jetzt eine neue Fähigkeit. Cool. Feuerbogen, also heißt der Feuer. Ja? Machst du? Oder ich, der Feuerbogen kann. Der Feuerbogen kann Objekte durchschlagen und entzünden. Zum Beispiel Fackeln. Feuer kostet Mana. Nächste Stufe, Upgrade kosten 2, vergrößert den Feuerschaden. Ui, ich würde sagen. Hau ich aber rein. Auf jeden Fall. Hau ja rein jetzt hier. Den klatschen wir gleich mal. Nuff. So, und die restlichen Dinger, da ist hinten der Ritter, der hat nochmal eins mit 2. Ansonsten alles 3 Upgrade-Punkte. Wir brauchen noch ein Stück bis zum nächsten Upgrade. Na, ich nicht, ich habe alles 2. Du bist anscheinend mehr Punkte gekriegt wie ich. Du bist böse. Nee, ich meine, warte mal. Ja. Soll ich jetzt sagen? Komm mal auf dich rauszureden. Nein, ich meine, überall 2 kosten die. Ach so, ja. Nee, genau. Ich 2 kosten beim. 3 kosten sie überall. Außer beim Ritter, das eine kostet 2. Das wollte ich damit sagen. Wie kann ich denn jetzt hier die Pfeile entzünden? Ach so. Das weiß ich nicht. Steht das da irgendwie? Warte mal. Nee. Feuerbogen. Ich glaube, da musst du den Bogen wechseln. Also, wie? Hast du das gemacht gerade? Nee, ich spiele mit Pet. Achso, ja, dann hau mal da die Barrikade, die Tür da weg. Yeah, nice. Hui. Oh, ups. Ja, der Dicke schafft mal wieder den Sprung nicht, war ja klar. Hat auch nicht anders erwartet. So, auf jeden Fall brauche ich Heilung, sonst. Ich glaube, ich höre Skelett. Ich höre Skelette. Ja, genau, siehst du?
Oh, da hinten. Alter, ich brauche nur noch einen Schlag, da bin ich tot, ne? Ja, ich mache schon. Okay, gut. Hm. Ich okay, vielleicht den Zauberer? Ja, kannst du mal die Kiste vorziehen? Ja, das will ich gerade mal... Oh, jetzt war natürlich... Oh, was ist denn hier los mit den Typen? Aua, au, nicht... da hinten ist ein Skelett. Du hast mich nicht. Alter, jetzt mach doch mal. Jetzt. Nee, du musst hierher kommen. Zu mir, ja. Warte. So, und jetzt darfst du. Mann, war das ist schwere Geburt. Achso, und jetzt kann ich hier oben das wohl. Oder? Ich weiß nicht. Yay! Whee! Ja, jetzt hat der Krieger dann auch ordentlich Licht. Ja, du kannst ja Kisten bauen. Ja, oder wir tauschen kurz. Du rüber. Na dann. Weg, Maurer. Hui, ja, so geht's auch, ne? Cool, oder? Hui. Mal abwechseln hier. Ach, guck mal, so, einmal nach Pilz unten. Der Pilz da hinten sieht aus wie ein Zauberrohrhut. Ja. Du musst mal die Kisten wegheben. Oh, nee. Jetzt kommen sie wieder von überall. Nein, die kriegst du mit den Kisten kaputt. Echt? Huh, ja. Pass auf. Super. Geil. Oh, herrlich. Oh nein, ich springe nicht erst daneben. Ups. Ja. Schon wieder Levelaufstieg. Warte mal. Hä? Okay, ein Punkt wieder. Ach, guck mal. Kannst du dich noch erinnern an diesen einen Trank, wo man nicht rankam? Vielleicht kommt man da jetzt ran, wo der oben feststeckte. Ach so, meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Levelaufstieg. Wir haben einen Punkt. Und der Zauberer hat. 3, das war beim Ritter 2, ne? Das dauert noch ein Stück. Ja. Hm? Okay, dann, Ja? Was ist denn jetzt hier das? Hui! Mana! Guck mal, leuchtende Steine. Warte! Ich würde die gerne aufnehmen. Du leuchtest uns so magisch. Du leuchtest es reich. Ja. Warte mal, da oben ist irgendwas. Cool. Hä? Aber stopp. Die leuchtenden Steine gefallen mir doch so. Bin nicht umsonst da. Okay, es geht auf jeden Fall um runter. Um runter. Okay. Aber warum ist denn da oben dieses... Ey, du schubst meine Steine weg. Oh, ich sehe da einen großen Schatten. Ach, das ist meiner, oder? Oh, keine Ahnung. Hm, wie fahren wir jetzt fort? Okay, da mal oben ein paar Kisten ist, bauen. Da oben ist Schwachsinn, da brauchen wir nicht. Ein bisschen nach unten. Meinst du? Das geht. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall hast recht. Ist ein bisschen schwierig mit Zielen hier mit dem Pad. Okay, hier ist eine Kiste. Ups. Ups. So, okay. Upsi, upsi. Ja, es war ja wieder. Scheiße! Boah! Der ist fast tot, ey. Hallo! Mal wieder. Große Mana-Trank aufgenommen. Große. Oh. Na, dann mach mal. Bleibe unten. Ups. So, oh, einmal hoch. Ist auch noch ein Trank. Bei dir? Kannst du das Schild mal nach oben halten? Ja. Danke. Au. Pass auf, Scheiße. Säure. Oh Gott. Mist. So, komm ich da hoch? Au. Achso. Das war Heilungstrank. Gut. Zing. Ups. Wah. Warte, ich baue eine Kiste. Hä? Ich hab keinen. Ja, mit der Kriegerin kommst du halt solche Stellen halt schnell. mit der Diebin, würde ich sagen. Hm. Ich werde es wahrscheinlich nie schaffen, da einfach mal Diebin zu sagen. Oh. Moment. Ja. That's boom bang. Aua. Jesus, Maria und Josef. Oh Gott. Ja. Warte. Du sollst mal rüber. Oh. Scheiße. So, man erhält nämlich Erfahrungspunkte auch durchs Töten. Durchs Töten, ja. 17 von 20, was hast du? Ach, du Schande. Oh, Kiste ist... Nee, ist bloß ein Dings. Ja, was ist denn da unten? Ja, da keine unten Ahnung. Auch noch weiter. Dann würde ich sagen, gucken wir erstmal um, was da los ist. Hier ist ziemlich dunkel, weißt du das? Geht los. Ich glaube, oben geht's weiter, wa? Ja, ich glaube auch. Ja, geh mal unten. Ach du Scheiße.
Hm? Boah, Scheiße! Boah! Hä, wo geht's hin? Okay. Warte mal, hier unten ist es ziemlich dunkel. Oh, eine Kiste. Da oben. Eine Kiste, oh. Warte. Zack, Amulett des Lebensentzugs. Hm? Was? Was macht denn das? Das Amulett des Lebensentzugs stellt einen Gesundheitspunkt des Charakters wieder her, wenn Monster in der Nähe getötet werden. Ah, für alle also. Oder? Oh, cool. Nee, also für den, nur das für hat, den. Aber stellt die Gesundheit nur dann wieder her, wenn der Charakter nicht aktiv ist. Nur da würde ich sagen, dass wir da mal den Ding nehmen. Das tust du mal da reinklatschen. Weil ja. meistens haben wir ja den Zauberer, da kann sich nämlich dann der Dicke wieder auffüllen in der Zwischenzeit. Aua. Okay, gut. Also ich hab's so gemacht. Das machst du. Ich bin bald tot. Ich hab beim Dings überhaupt kaum was, ey. Beim Zauberer. Echt? Ich hab den ganzen Mana-Sachen hab ich den rein, was so mit Mana zu tun hat. Aber wir benutzen ja alle irgendwo Mana, oder? Ja, aber der Zauberer benutzt doch am meisten. Warte mal da oben. Guck mal da oben, ja. Ja, voll. Na los, schwing ich hoch. Guck mal dein Schild nochmal bitte. Pass auf, nein! Da ist er. Warte. Hä? Ach so. Ja, du, ja. So. Hamas. Hä? Immer noch, ja. Aua! Da ist ein Holzbalken gesprungen. So. Jo. So, unten war nichts mehr. Bei dir? Da hast du alles. Ja, ja. Ey, wir sind doch unten. Sehr nice. Nee, ich dachte, es geht noch weiter runter. Deswegen. Das ist eine Brücke. Du könntest die, warte mal, mit den, ja. Zauberer. Genau. Könntest die bestimmt irgendwo festmachen hier. Ja, warte mal, muss mal die untere Seite nehmen, oder? Cool, ne? Das ist echt cool. Das ist geil. Oh. Wir haben eine Brücke, wo wir runterfallen können. Das ist ja geil. Wow, sehr nützlich. Mal aufpassen hier. Ui, jetzt kriegen wir Klatsch, Boom, Bang. Das war jetzt sogar ein Taktgefühl, hey. Ja, Back. So, Headshot. Ui, okay, oh. Da kannst du wieder rüber. Aber ich glaube, da brauche ich wieder dein Schild, oder? Ach nee, ach doch. Brauche ich wieder dein Schild. Hä? Hä? Was ist denn jetzt hier los? Machen wir's so. So, alles klar. Au! Ups. Scheiße. Aber ich brauche ein gutes Timing. Mein Timing war scheiße. Ja, mach's so. Genau. Ah! Hm? So. Ja. Hey, hier will ich mir hüllen. Oh, jetzt so. Komm. Jetzt sie mir erstmal schön den Weg verbaut, weißt du? Ja, ist echt. Ja, klar. War meine volle Absicht. Glaube ich dir nicht. So, irgendwas ist ja hier auch, oder? Ja, meinst du? Nicht. Geht gleich los. Warte, ich mach dir gleich Licht. Nee. Denk ich mal. Oder hier drüben? Doch, hier drüben könnte was sein. Hier vielleicht? Nö. Wozu ist denn das denn da? Ich habe keine Ahnung. Wir hätten einfach bloß. Das war bloß. Die Bridge hast du bloß für den Trank gemacht. Ah, lol. Normalerweise müsste man dann hier so. Ah! Naja, ist egal. Brauche ich jetzt ja locker nicht. Einfach rüber, ne? Oben. Naja. Wir denken halt nicht so weit. Ja, man muss ja erstmal an die Stelle kommen, dass man sieht. Ja, das ist genauso ist auch wie ziemlich dunkel. Das ist genauso wie im zweiten Part, wo wir unten. Dings. Anstatt wir. Oh, oh. Wo dann weiter dann der Schalter da war, wo wir dann wir unten rein wollen. Und ja, manchmal. Wo kommen wir denn? Ja, wie kommen wir da hin? Na, warte mal. Okay. Und? Scheiße. Ich bin tot. Okay. Warte mal. Kommt man da nur wieder hin? Hier kannst du sie jetzt wiederholen, wenn du willst. Oh, eine Kiste.
Die will ich dann öffnen. Okay. Die will ich dann öffnen. Dann kann man jetzt hier irgendwie... Kommt man an den Drang jetzt ran? Verdammte Scheiße. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, du. Von hier vielleicht? Nee, ne? Nee, da ist... ich sage, warte mal, du hast ja da oben Figur wiederholen, ne? Ja, guck, so kommt man da rein. Ja, toll. So, aber jetzt muss ich mich opfern, musst du nur wieder zurückkommen. Jetzt muss ich mich, glaube ich, opfern. Nee. Gut aus. Oh, bin da. Juhu, Mensch, du beherrschst die ja schon langsam. So, Momento. Ja, ich bin Spidey. Finger weg, die ist mir... Ja, aber da hättest du die... Ne? Jetzt musst du die Brücke nochmal aushebeln und musst du die noch zu... Wie hebe ich die aus? So. Musst du erstmal, legst du zu uns erstmal, aber doch nicht über dich drüber. Hast du dir ein kleines Häuschen gebaut? Ja. Oh, wow. Und jetzt kannst du da unten das holen. Hä? Wie soll ich das machen? Nee, das kannst nur du. Guck so. Ja, sehr schön. Guck so. Ja, dann hol die Kiste. Armschützer gefunden. Armschützer, das sieht doch sowieso nach. Mindert den Schaden bei Armtreffern. Ja, komm gut. Raus jetzt. Hä? Ich könnte ihn nach da oben. Nein! Ich bin noch da. Ich lebe noch. Deine Brücke hat mich gerettet. Du musst die Brücke noch... Scheiße. Na, ich sehe die nicht mehr. Aber ich dranhänge. Oh. Weil ich dranhänge. Ja, klar. Ich hab mich... Ah, nein, warum machst du denn? Was machst du? Warte, ich hänge mich hier oben ran. Da kannst du in Ruhe deine Brücke machen. Scheiße. Nein. So, jetzt. Vorsicht. So, einmal rüber. Ja, die Brücke, du musst auch nochmal hochheben, weil ich hänge da wieder mal dran. Oh, dankeschön. Zweimal jetzt kurz. Hä? Oh. Hä? Ja, die musst du drüben wieder einhaken, ne? Weg! Oh, komm mal hoch. Oh, weg! 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 Sau, die muss erstmal. Ein Goblin! Gollum! Keine Ahnung, was das Ding ist. Oh oh. Der klatscht mich weg. Von hinten angreifen, oder? Ja, genau. Ja, yeah, von hinten angreifen. Ja, mach. Ich schalte ihn auf. Oh. Ich hab nicht mehr. Scheiße! Ja! Nice! Ich bin wieder da. Nur die falsche Richtung. Mein Los, Gott. Klatsch ihn weg! Oh, das war zu hoch. Okay. Pass auf! Hol mich zurück! Ja! Los! Ja! Voila! Klappt doch! Was ist das? Frosch? Ein versteinerter Frosch oder was? Bestimmt so ein Gollum oder sowas. Gollum? So ein Ork oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wir müssen hier raus. Dies ist der Weg zum Schloss. Wir sind in der Nähe des Verlieses. Es muss Essen im Schloss geben. Auf zum Schloss. Happa, happa. Ja, guck mal. Oh, hier ist ein Hebel. Hä? Warte mal, noch nicht hebeln. Och, ui, was hast denn du? Was? Der sammelt erstmal alles innen hier. Das geht ja überhaupt nicht. Ach, hier ist ein Hebel, oder? Hä? Ich hab auch einen Hebel. Ja, tu mal auch mit. Ich glaube, du müssen uns zu zweit betätigen, kann das sein? Ach nee, ich muss laufen. Hä, warte mal. Zack, jetzt geht mir hier das auf. Ah, okay. Und wie drücke ich den? Mit E. Naja, aber... halten und dann laufen nach vorne. Ach so. Bam. Hui. Cool. Aber wie schick das aussieht. Nice. Ja, sehr schön. Boah.
Warte mal, immer das Schloss betreten. Oh. Nein, ich bin schon. Unsere Helden betreten das Schloss durch das Verlies. Der Ritter dachte zurück an seine Kindheitstage und an die Aufregung, die die dunklen Korridore hervorgerufen hatten. Damals, als die Spinnen klein waren und die Skelette ordentlich in den Ecken gestapelt wurden. Was? Ja, liebe Freunde, dann sind wir jetzt hier im Schloss und da würde ich sagen, dass wir hier... Achso. Es ist ein Verlies. Das ist sein Zweck. Keine Angst, mein Schwert und meinen Umhang. Ich bin der König des Schlosses. Ich zerstöre alle meine Feinde und führe meine Armee in den Sieg. Wir sind unbesiegbar. Ja, genau. Ja, yeah. Yeah, Street Dance. So, und jetzt beenden wir mal den Part hier. Und jetzt beenden wir mal den Part hier. Und wir tanzen in das Ende hinein. Nein. Und tschüss. Ja, ich sag auch Tschüssi und tschüss dann.